Hi zusammen, ich bin der Tom von der PC Games Hardware und ich habe euch mal wieder mitgenommen ins Testlabor in unserer Redaktion in Fürth. Mal wieder habe ich ein kleines Unboxing für euch, auch ein Gigabyte Mainboard. Dieses Mal ein etwas günstigeres Modell, das H97D3H. Das ist für alle diejenigen interessant, die sich gar nicht so extrem für Übertakten interessieren oder das nur mal gelegentlich ausprobieren wollen oder ein Xeon betreiben wollen von der Haswell Refresh Generation oder auch ein Devil's Canyon CPU. Wir schauen mal, was alles in der Packung drin ist und wo die Besonderheiten von dem Board liegen. Packung in gelb-schwarz gehalten, was für Dortmund-Fans dieses Mal. Wenn wir es aufmachen, haben wir einmal eine Treiber-CD mit noch ein paar Tools dabei, zum Beispiel Antivirus, OEM-Version. Dann haben wir zwei SATA-Kabel dabei, das ist relativ wenig, aber angesichts des günstigen Preises von 85 Euro kann man auch keine allzu große Ausstattung erwarten. Das Handbuch ist ziemlich umfangreich und gut erklärt, auch bebildert, mit vielen Detailinformationen rund um die ganzen technischen Dinge, wo liegen welche Stromkonnektoren etc., komplett in Englisch. Deutsch ist keins vorhanden. Nicht in gedruckter Form zumindest, das müsstet ihr euch als PDF aus dem Internet runterladen. So, darunter liegt in einer elektrostatischen Tüte das Board selbst. Das greife ich jetzt mal raus. Gold, braun, schwarz, also die Platine an sich ist braun. Und die mattschwarzen PCBs, wie wir sie zum Beispiel beim G1 Sniper Z97 gesehen haben, die gibt es nur bei ein bisschen höherpreisigen Boards. Trotzdem ein paar ganz nette Details. Hier an den Spannungswandlerkühlern beispielsweise kann man hier so ein G1 dargestellt sehen. Das sieht ganz schick aus. Und Gold-Schwarz ist auch mal eine bisschen andere Kombination, als wir von den rot-schwarzen Gaming-Boards überall kennen. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Sockel 1150, bereit für Haswell Refresh und Devil's Canyon CPUs. Wir haben insgesamt 5 Lüfteranschlüsse, davon sind 2 für die CPU gedacht und die restlichen sind Systemfan-Anschlüsse. 4 RAM-Bänke, ganz klassisch, Front-USB 3.0-Header, dann haben wir hier 2 PCI-Express-Slots. Crossfire-Systeme sind möglich, SLI-Systeme mit 2 NVIDIA-Grafikkarten gibt es nicht. Kleine weitere Einschränkung, wenn ihr hier eine zweite Grafikkarte einbaut, die kann höchstens mit PCI Express 4-fach angeschlossen werden und nicht mit 8-fach oder gar 16-fach. Ansonsten der erste Slot geht nach dem 3.0er Standard und hat natürlich auch volle 16-fach Anbindung. Was gibt es noch zu sagen? Ah ja, hier SATA Express. Falls ihr also eine besonders schnelle SSD anschließen wollt nach diesem neuen Standard, könnt ihr das tun. Ebenfalls vorhanden ist ein M2-Port, der hier zu sehen ist. Das wird auch über die PCI Express Lanes angebunden und zusätzlich kann man Festplatten oder SSDs natürlich noch mit diesen 4 regulären SATA-Anschlüssen mit 6 GB pro Sekunde anschließen. Hier unten haben wir noch Zusatzzeug, der Front-Panel-Anschluss, Front-USB 2.0 und eben Front-Audio etc. Der Audio-Chip, der sitzt hier hinten, das ist ein Realtek ALC892. Und dann schauen wir uns noch das hintere I.O.-Panel an. Relativ klassisch auch gestaltet. Wir haben als grafische Ausgänge, falls ihr die interne Grafikkarte verwenden möchtet, DVI-D, D-Sub und HDMI. DisplayPort ist nicht vorhanden. Dann zeige ich euch noch die USB-Anschlüsse am rückwärtigen I.O.-Panel. Und zwar haben wir hier 2 USB 2.0 plus 6 weitere, die ihr an der Front anschließen könnt. Und das macht dann insgesamt 8 USB 2.0 Ports und hier haben wir noch 4x USB 3.0 an der Rückseite und 2 weitere, die nach vorne durchgeschleift werden können, also insgesamt 6. Und das gibt dann eine Gesamtzahl von 14 USB Ports, die ihr komplett benutzen könnt, wovon eben 8 USB 2.0 und 6 USB 3.0 sind. Okay, Soundanschlüsse haben wir hier 6 Stück, ganz klassisch, analog, optisch oder koaxiale Anschlüsse finden wir an dem Board leider nicht. PS2-Anschluss dann noch für Maustastatur, wer noch eine ältere Tastatur besitzt beispielsweise und eben hier der LAN-Anschluss. Das ist übrigens kein Killer-Chip, sondern ein regulärer. Gut, das war's eigentlich, was man dazu sagen kann. Die genauen Testergebnisse lest ihr dann im zugehörigen Online-Artikel und auch in unserer Marktübersicht in der Ausgabe 9/2014. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao!